Die Menschen sind behindert, die laufen einfach über die Straße. Versteh doch. Guten Morgen Deutschland, Assalamu alaikum, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Training, erstes ist fertig. Das war meine Laufeinheit, früh gelaufen, ganz normal, bisschen Mobility, bisschen Bauch. Jetzt frühstücken wir erstmal. Ich meine mit den Jungs. Einmal ein Typ, ich komme vom Moschee mit Gebetskleidung, er guckt mich so vor zwei Straßen weiter. Er schreit so, ey, er kennt mich vom Auto. Er winkt so, ich guck ihn an, ich so, was ist los? Er macht so. Frühstücken Sushi, weißt du? Du hast fast deinen Finger verloren. Aber deinen Nagel wirst du verlieren. Knast macht Männer. Ey Bruder, aber ich finde dich unser Salat schmeckt echt scheiße. Guck mal jetzt die Innenausstattung, bitte. Guck dir jetzt die Orange in der Dachsitter. Das ist Feierabend. Das ist schon, die haben es sogar stylisch gemacht. Ja, guck mal, ich zeig dir das auch, René. Schreibt in die Kommentare, ob der böse ist. Das ist mein Bild sehen, wie du deine Haare früher hattest. Ja, ne? Die guten alten Zeiten. Kurz Ton aus, ne? Muss man mit Stäbchen essen? Nee. Ey, René, ich mag Kirsch, ja? Essen. Ich mag Kirsch in meiner Story, Bruder. Okay. Übrigens, da vorne, ihr seht, viel Polizei ist unterwegs. Der 1. Mai ist in Berlin immer so ein Tag, wo die ganzen Idioten rausgehen und denken, dass deren Demonstration was bringt. Also. Anstatt an einem Tag, wo die frei haben, sich mit der Familie hinzusetzen und irgendwas Schönes zu unternehmen, die gehen raus auf die Straße und brüllen, bellen, schreiben sowas da an die Wand. Da steht so 1312. Und dann kommen die später hierher und kaufen hier ein. Film doch rüber. Bei Humana. Wenn René hinten sitzt, dann bin ich auch hinten oder andersrum. Aber nicht, dass die Leute auf mein Auto platzen, ja? Fast and the Furious Teil 6000. Teil 6 Auto war mit dabei. Hat der Parksensor? Ja. Was? Piep, 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 piep. Ey, der fährt sich geil, ne? Dicker, der ist. Dicker. Der fährt sich mies? Ey, René, wir sind mit dem Auto vor AP Store. Stimmt, ich bin hier gefahren. Du bist auch gefahren, wir sind mit dem Auto vor AP Store gefahren. Wir sind reingegangen. Dicker, die haben uns so angeguckt, die dachten, wir sind behindert, die dachten, wir wollen den Laden überfallen. Mein Bruder geht, guck mal. Er geht rein, er holt die Uhr, dachten, keine Ahnung. Die sagen zu mir, ey Johnny, morgen Frankfurt, um 18 Uhr. Ich sag, Jungs, 20 Uhr, wann fahren wir los? Ja, ja, gleich. 22 Uhr, wann fahren wir los? Gleich. 2 Uhr morgens, wann fahren wir los? Gleich. 4.30 Uhr, ich komm an. Ja, Bruder, kannst du fahren, wir sind müde. Alter Sunke, Chica, Maku, Siro, Dardis, Kesemirku. Jawad hat eine Pratze. Eine Pratze ist bei mir zu Hause. Denkst du, ich ziehe zwei verschiedene Pratzen? Nein, nein, das sind dieselben. Das sind dieselben, das ist dasselbe Paar. Okay. Und ein anderes Paar liegt in meinem Auto. Theoretisch kann ich eine Pratze von zu Hause mitnehmen, da wir eh sowieso hier keinen Sinn noch zu tun können, wir anders tun. Zentraler. Der Plan jetzt ist, wir fahren wieder zurück, holen die Jungs. Also haben wir doch nur das Hemd geholt. Wir haben das Hemd geholt, wir haben eine Pratze geholt, die andere Pratze liegt in Jawads Auto. Trainingssachen geholt, ich habe dir auch Trainingssachen geholt. Haben wir alles. So, jetzt ist ja 1. Mai. Wie ich habe das schon Gefühl, ich habe keinen Plan, was 1. Mai ist. Alles ist voll. Ja, ich trainiere sehr, oft. Sehr voll. Ich mag das draußen zu trainieren, wenn gutes Wetter ist, aber heute ist es wirklich sehr, sehr voll. Aber was sollen wir machen? Es wird dunkler und wir wollen jetzt durchziehen. Und um optimal durchzuziehen, haben wir Variometer Plus. Variometer Plus pusht euren Stoffwechsel und pusht eure Energielevel. Koti super. Wir fangen an mit einer Knastübung. Liegestütze auf einer Seite 1, 2 Meter laufen, auf der anderen Seite 10. Läufst du wieder zurück, 9. Läufst du wieder zurück, 2 Liegestütze. Läufst du wieder zur anderen Seite, 9 Liegestütze. Bis man wieder bei 10-1 ist, weißt du? Ja, ey, der Hund kommt, der Hund kommt. Sei mal ehrlich, Bruder. Meinst du, der schafft so einen kleinen Chihuahua? Ich erzähl jetzt noch mal eine Geschichte. Ja, erzähl mal. Also, ein Bekannter, ein Familie, Jäger, ein großes Gehege mit Jagdhunden gehabt. 10 bis 11 Stück, alle dreimal so groß wie der. Haben überlegt, packen wir jetzt den neuen Jagdterrier da mit rein oder machen wir den separat? Haben sie doch über Nacht reingesteckt. Am nächsten Morgen... Alle tot aus der Elbe? Nein, lag der Alpha-Hund tot in der Ecke und der Jagdterrier ist als erstes zum Essen gegangen. Was ist die Frage jetzt? Oder einfach nur Geschichte? Bruder, er will mir erzählen, dass dieser Hund was drauf hat. Guck ihn dir an. Er kriegt gerade so diesen kleinen Ball in sein Maul rein, weil er zu groß ist. Ja, aber man sagt ja nicht ohne Grund. Das ist ein deutscher Jagdterrier. Deutscher? Welcher Deutscher ist denn Jäger, Digga? Sei mal ehrlich. Oh, Digga, jetzt auf Kamera. So, wie läuft das Training? Gut, wir haben gut durchgezogen. Bitte, tu mir den Gefallen. Ja. Gleich mit 85er die Muscle-Ups. Dann machst du B-Roll-Szenen von den Liegestützen zu den Muscle-Ups.
und so, als ob wir so krass trainiert haben. Dann machen wir weiter mit Pratzen, das kannst du wieder mit der Kamera filmen. Wenn du noch ein bisschen weiter erzählst, kann ich das hier tatsächlich rüberblenden. Ich wollte gerade sagen, kannst du mir bitte den genau das bitte machen, ja, dass er genau das gesagt hat? Oh, das ist nicht so gut, ne? Ja. Ist nicht mein Tag. Rest Day ist nicht mein Tag. Nichts läuft nach Plan. War heute früh schön laufen, ansonsten läuft gar nichts nach Plan. Tausend Sachen wurden mir geklaut von Kindern. Meine Handschuhe wurden überall rumgeschmissen. Chaos 1. Mai. Noch nichts von 1. Mai mitbekommen, aber Chaos. Oh, ein Stein. Mann, Dicker, ja? Also, er verfolgt mich einfach. Jetzt gehen wir nach Kreuzberg. Dieser Stein? Salamin aleikum, ne? Das ist ein nasses. Wo ist der AMG, Dicker? Der steht woanders. Ich wollte einfach noch was essen gehen. Guck dir das mal an hier, was hier passiert. Ich weiß noch damals, als ich klein war, sollte ich am 1. Mai immer zu Hause bleiben. Du auch? Ja, jetzt verstehe ich warum. Ich schwöre auf alles, ich bin zum ersten Mal jetzt am 1. Mai so, dass wir irgendwo hingehen. Ich habe das sonst nie mitbekommen. Einmal gab es eine Situation, da musste ich zur Arbeit fahren früher. Ich kam zu spät zur Arbeit, weil Demonstration war, aber habe ich nur eine Demo mitbekommen. Hier ist komplett, die Menschen sind behindert, die laufen einfach über Straße. Jeder. Deren Fehler, ist auch deren Fehler. Habt ihr Popcorn? Wenn ihr in Berlin seid und leckere Köfte essen wollt, geht zu Izmir Köfte, Cottbusser Tor, im Kreisverkehr auf jeden Fall, am Kreisverkehr lauft da rum, da findet ihr das. Und wenn ihr Lust auf Bubble Tea habt, Geitscha, könnt ihr einen Bubble Tea danach trinken. Und wir essen jetzt Köfte. Wie geht's dir eigentlich so? Ist nicht meins, sag dir ehrlich. Du bist sehr gestresst. Ich kann die Leute nicht verstehen, die hier helfen. Die sollen sich mal alle ein bisschen beruhigen. Wir haben Spaß und feiern. Wir trinken Alkohol, nehmen Drogen und mehr machen die nicht. Und denken, dass dadurch durch den Dopaminausstoß vom Alkohol, von den Drogen, dass es Spaß macht. Aber die benehmen sich wie Affen einfach. Und regen sich über andere Leute auf, dann wenn die wieder nüchtern sind und Dopaminabstoß haben am nächsten Tag. Oh, alles ist scheiße. Ganz kurz Drogen und Alkohol auseinandergenommen. Habe ich oder habe ich nicht? Hast du ja, man kann nichts sehen sagen. Wie ihr seht, das ist sehr voll, sehr viel Polizeieinsätze. Viel zu unrechtlich, also keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich so gut mit dem Thema. Ich bin hier mit meinen Kollegen gesprochen. Da, wo die Polizei rennt, aus der Richtung. So, jetzt kommt so die Zeit, wo das ein bisschen voller wird. Diese komische Gruppe von Linken, meistens sind Linke, die laufen jetzt ihre Runde, machen auf krass, machen auf, wir machen jetzt richtig Radau, aber die schmeißen nur ein paar Böller und rufen irgendwas Sinnloses in die Luft, was denen nichts bringt. Und die Polizei steht ein bisschen, ein paar Achis stehen an deren Türen und bewachen so die Tür mäßig, als ob was passiert, aber es passiert nichts. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja. Deswegen, anstatt rauszugehen und zu demonstrieren für irgendetwas, was ihr selber nicht versteht, für was ihr demonstriert, verbringt Zeit mit eurer Familie, wenn ihr schon einen Tag frei habt. Geht essen, geht ein Köfte essen. Aber warum waren wir denn hier? Um ein Köfte zu essen. Und ein bisschen Clickbait machen für Dings für 1. Mai. Was soll ich machen? YouTube ist ein Spiel, was man so spielen muss, weißt du? Außer ihr wollt mir einfach nur bei meinem Sport zugucken, dann kommentiert das. Dann zeigen wir mehr Sport. Wir haben Sport vernachlässigt in letzter Zeit. Zeigen, wie wir draußen so Rest Day machen. Wer im nächsten Video mehr Sport sehen will, schöner Sport sehen will, kommentieren. Ansonsten war es das in diesem Video. Wir sehen uns zum nächsten Mal und ihr könnt immer... Momento. Nicht genug Proteine für heute. Das Beste für eure Proteinzufuhr ist Isoclear. Schmeckt nicht wie Milch, schmeckt wie ein Softdrink. Das ist einfach mein Lieblingsproteingetränk. Ihr könnt mit dem Code Super die maximalen Rabatte sparen. Immer eine neue Rabattwoche habt ihr sehr viel Spaß beim Einkaufen. Wir sind raus.